Na komm schon. Ja, der ist jetzt, glaube ich, auch weg, tatsächlich. Okay, krass. Ah, hier ist noch einer. Na komm. Ist er jetzt auch weg? Ja, tatsächlich, oder? Oder? Nee, der bleibt jetzt. Hä? Ich verstehe das nicht. Na gut. Na komm, jetzt aber. Hallo. Würdest du bitte? Danke. Klappt irgendwie nicht. Egal. So. Ich lege das ab. Ich hab Schluck auf und außerdem bin ich jetzt fertig hiermit. Ist ja toll. Wo ist der Aussichtspunkt da oben drauf? Wie komme ich da oben drauf? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere einfach mal diesen Weg hier. Na, Spinne. Spinne. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich spinne. Hahaha. Okay, warte. Der Weg ist nicht so gut. Vielleicht hier. Hä? Ach Mann, ich hasse das. Diese Asura-Bauwerke. Wer baut denn nur sowas? Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Vielleicht von der anderen Seite. Aber eigentlich muss es ja hier hochgehen. Jetzt lasst mich mal in Ruhe, ihr blöden Spinnen. Ich suche nur den Aussichtspunkt. Mann, Mann, Mann. Da tötest du die einfach mal und dann sind sie gleich böse. Verstehe ich nicht. Echt mal. Die sind voll nachtragend. Total, ja. Ja, die sind einfach nur nachtragend. Das ist der Grund. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Wie komme ich hier hoch? Sag's mir. Hier vielleicht. Nicht. Wieso komme ich hier nicht hoch? Mann. Wie soll ich da raufkommen? Ich weiß es nicht. Tja, eine sehr gute Frage eigentlich. Die nach einer Antwort verlangt. Aber die Antwort scheint nicht hier zu liegen, sondern vielleicht auf der anderen Seite. Andererseits, keine Ahnung. Wie soll ich da hochkommen? Jetzt lauf doch mal so. Hier vielleicht oder auch nicht. Das hier sieht etwas vielversprechender aus. Ja, hier komme ich rüber. Okay, das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt spring nur da hoch. Hallo? Hallo, wieso kommst du da nicht hoch? Das darf doch nicht wahr sein, einfach. Wieso kommt er da nicht hoch? Da, Leute! Jetzt. Da. Der kommt dann einfach nicht hoch. Das gibt's nicht. Da. Es geht auch nicht. Alter, wieso nicht? Hier kommt er hoch und da. Wow, das ist ein Millimeter höher. Und schon geht's nicht, oder was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das darf doch einfach alles nicht wahr sein. Hä, wieso? Ach, Mann. Okay. Was soll ich machen? Wie soll ich denn da hochkommen? Ich muss ja hier irgendwie. Okay, warte mal. Also vielleicht doch nicht hier, vielleicht woanders? Ich frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hier oben rauf? Vielleicht gehe ich das einfach komplett falsch an. Hier ist ein Langhornschaf, auch sehr schön. Ja. Vielleicht einfach von hier oben aus. Es kann sein, muss aber nicht zwingen. Vielleicht aber schon. Okay, das sieht doch recht vielversprechend aus hier. Okay, ich glaube, ich habe die Lösung gefunden. Warum ist der Aussichtspunkt so niedrig? Man kommt doch viel höher. So, warte. Ansehen. Ach, schön. Ach ja, ist das nicht toll? Mir gefällt das. Mir gefällt auch die Gegend, die ist einfach wunderschön. Und der Berg da im Hintergrund. Also ich muss ja sagen, also das Gebiet ist echt sehr schön. Wenn ich das mal so sagen darf. Da oben war ich auch schon. Ach nee, das ist da unten drin gewesen, genau. Wie komme ich denn jetzt da oben, kann ich jetzt hin? Also ich gehe jetzt mal einfach nach Norden weiter. Und dann mal gucken. Das ist nicht Norden, das ist Norden. Aua. Alter, wie knapp. Vielleicht sollte ich auch mal. Kann ich hier irgendwo? Nee, ich glaube nicht. Reparieren wollte ich. Aber offensichtlich geht das hier nicht. Ich gehe jetzt mal nach Norden. Ich weiß gar nicht, wie groß ist denn das Gebiet? Ach, das geht hier hinten wahrscheinlich noch weiter. Und hier nicht. Oder doch? Ich laufe jetzt hier mal lang. Und mal sehen.
Ich werde schon irgendwo rauskommen. Da hinten ist, glaube ich, der Weg, der weiterführt. Tja. Ich weiß nicht, ob da drüben jetzt noch was ist, ob hinter dem Berg vielleicht was ist, aber ich kann es mir eigentlich eher nicht vorstellen. Also jetzt von dem Gebiet her, meine ich jetzt, und nicht ein anderes Gebiet, sondern genau das hier. So, mal sehen, was können wir hier entdecken? Entdecke doch mal was. Entdecke die Möglichkeiten. Sanfter Fluss. Oh, eine Wegmarke. Toll. Und jetzt? Hey, eine Sehenswürdigkeit. Yeah, toll. Ich glaube, hier ist aber auch... Ich glaube, das hier ist wirklich die Grenze. Hier, na gut, hier hinten ist vielleicht noch was. Da muss ich mal gucken. Vielleicht auf der anderen Seite? Nee, ich glaube, hier ist nichts mehr. Hier, wo ich gerade mit der Maus bin. Sieht nicht so aus. Vielleicht ist hier auf der anderen Seite noch was. Ja, da ist auf jeden Fall noch was. 31% habe ich ja schon. So, und wie viele Aufgaben? 4 von 11, okay. Habe ich heute ja wieder einige geschafft. 3 Stück schon wieder. In nicht mal einer Stunde. Aua. Boah, ich sterbe immer so knapp. Unglaublich. Ich überlebe immer so knapp, meine ich. Ich sterbe immer so knapp, natürlich. So, warte mal. Hier will ich hin. Da oben ist doch noch was. Da ist sogar ein Auktionshaus. What the fuck? Aber keiner zum Reparieren scheinbar. Ich gehe da einfach mal hin und schaue mich mal um. Da wird schon was sein. So. Was fehlt mir denn überhaupt noch? Einiges auf jeden Fall. So. Hier ist ein Speer. Ja, vielleicht sollte ich vorher mal die Verfolgertruppe da loswerden von Kammraptoren oder einer nur. Ach, hier kann ich reparieren und so, wie heißt das Dings hier? Na? Kiersjagd. Bierfass. Ach, cool. Was mache ich jetzt mit dem Bier? Reicht Bier. Hier, du willst doch bestimmt Bier haben. Nicht? Wer will denn Bier haben? Ich kann es auch trinken, aber irgendwer will doch hier. Du willst bestimmt Bier haben. Nee, ich will es nicht trinken. Ich will es irgendwem geben. Reicht Bier? Okay, wem soll ich denn... Kein Bier fürs Grit, verstanden. Wer will denn hier überhaupt Bier haben? Ich kann es nur trinken. Ich will es irgendwem geben. Okay, keines Grit. Du vielleicht. Der will auch kein Bier. Dem habe ich jetzt weggetreten. Der Betrunkene, den soll ich jetzt... ja, schön. Du willst auch kein Bier wahrscheinlich. Wer will denn jetzt Bier haben? Du vielleicht? Nee, ich labere jetzt mit denen immer, aber ich will denen eigentlich Bier geben. Hallo? Ich kann es selber trinken. Ich trinke es jetzt selber. Jetzt reicht's mir. Lecker Bier. So. Schön. Wenn ich die anklicke, bringt mir das immer was. Auch nie, wenn auch nicht viel, aber es bringt was. Deswegen... Trinke ich jetzt einfach mal. Na, Lulu, trink doch mal. So. Ja, doch, bringt sogar einiges. Okay. Hups. Da bin ich ganz kurz weggenickt. So. Leute, also Bier trinken, ne? In so Mengen ist nicht so gut. Lecker Bier. So. Ne? Nein, ich bin überhaupt nicht süchtig nach Bier. Ach, ich kann gar nicht mehr trinken. In einem Fass ist immer nur... Also in einem Fass ist immer nur so ein Gläschen Bier drin, weißt du? Mehr ist da einfach nicht. Ach so, hier soll ich das nehmen. Fleischstand. Und jetzt? Wem gebe ich denn jetzt das Fleisch? Hä, wie kann ich das denn... ich weiß es nicht. Hier, will irgendwer Fleisch haben? Vielleicht du hier? Toll. Ich schicke die nur irgendwo hin, aber... Ach, die Faulenzer schicke ich zurück auf ihre Posten, aber wer will denn jetzt... Ich weiß, wem ich das Wasser geben muss hier. Warte, also geben ist gut. Steht der Wasser einmal direkt daneben. Na ja, schlau. Na egal. Ups. Ey, der ist aufgestanden, bevor das Wasser ihn überhaupt getroffen hat. Natürlich. Voll gut getimed einfach das. Naja, so, irgendwer liegt doch hier auch noch da. Wieso stehen die Wasser immer direkt neben dem Betrunkenen? Ernsthaft, wieso? Hier auch schon wieder. Hey, ihr
Naja, gut. Aber es trotzdem, irgendwie gefällt mir das hier. Ich weiß nicht, mir gefällt das hier. Ich muss das ja immer so zugeben. So, irgendwer lag doch hier noch am Boden bestimmt. Oder auch nicht. Niemand liegt ja am Boden offensichtlich. Nö. Irgendwie, ach hier. Hier ist noch einer. Da, wo ich den Wassereimer geklaut habe wahrscheinlich. So, oder war das hier hinten? Ach, hier ist auch noch einer. So. Ah, was? Ich bin schon fertig. Das gibt's ja nicht. Das gibt's nicht. Alter, wie schnell geht denn das? Was ist denn heute los mit den Quests? Die gehen alle so schnell. So, hier ist irgendwo ein Aussichtspunkt. Warte. Vielleicht hier drauf. Nee, da hinten ist er. Okay, verstehe. Die Bodentextur war auch gerade sehr scharf. So richtig HD-mäßig. Na, es ist einfach... Millennium-Style heißt das. Weißt du, von 2000 so. Naja. Gut. Und jetzt? Habe ich Hunger. Also im echten Leben jetzt, meine ich. Ja, die Bodentextur ist auf jeden Fall sehr scharf. Die ist einfach ein Traum. Wer macht denn sowas? Echt mal, guck dir mal an, wie scharf das hier ist und dann das hier. Ich meine, wie viele Pixel sind das? 2 oder was? Das gibt's ja nicht. So, gut, also das habe ich jetzt fertig. Dann kann ich ja mal darüber laufen. Hier über die Brücke, würde ich sagen. Ist ja auch schön da hinten mit dem Wasserfall. Ne? Oh, ich leg mal den Wassereimer weg. So, stelle ich einfach mal dahin. So, okay. Und jetzt? Schön, oder? Also mir gefällt das hier. So ein bisschen verschneit. Jetzt schneit das schon wieder. Was ist denn das nur für Wetter? Kann man nicht irgendwie jetzt mal so schön, oder? Was meint ihr? Ist das nicht toll? Also das hier ist auch wieder toll für einen Screenshot eigentlich. Vielleicht auch so? Nee. Naja. Gut, ist irgendwie alles sehr schön. Also nicht für einen Screenshot, für ein Thumbnail meinte ich eigentlich. Also das hier gefällt mir aber auch. Ich finde es blöd, dass man nicht in die First-Person-Sicht gehen kann, um mal so einen schönen Dings ohne den Charakter zu machen. Ein Screenshot ohne den Charakter drauf. Aber schön ist es hier schon, ne? Muss ich ja mal sagen. Mir gefällt das. Sorry, wenn ich das mal so sagen muss, aber mir gefällt das hier. So. Ich will hier gar nicht mehr weg. Hier sind toxische Sprösslinge. Ich kann es nicht aussprechen, ich weiß nicht wieso. Ich verhasse mich jedes Mal. Warte, erstmal die Wegmarke, die war hier. So, und dann... Oh nein, ein Bär. Ich muss so ein bisschen an die Eredluin denken. An Herr der Ringe Online. Oder Eredluin. So wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ach ja. Die Eredluin. So, ich habe ein bisschen Schnupfen. Was ist denn da los? Ich werde krank. Ja, gehst du einmal zur Uni, gleich immer krank. Echt schlimm. So. Ich sollte zu Hause bleiben, nie mehr das Haus verlassen. Dann werde ich auch nicht krank. Wahrscheinlich doch, aber naja. So. Töte das Seemonster. Okay, ich töte das Seemonster. Bestimmt Loch Ness. Nee, doch nicht. Schade. Nessie. So, naja, fast. Jetzt, Hallöchen. Hey, na, wie geht's so? Na, wie geht's so? Du Seemonster. Ja, schön. Glaubt ihr eigentlich an das Monster von Loch Ness? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich muss ja zugeben, dass ich nicht weiß, ob das wirklich existiert. Aber ehrlich gesagt, glaube ich es eher nicht. Aber man weiß ja nie, man weiß ja nie. Ne? Das ist immer schwer zu sagen. Vielleicht gibt es das ja doch. Wer weiß das schon? So, stirb doch mal bitte. Nee, so nicht. Du sollst einfach nur verrecken, du Seemonster. So, wo kommt das überhaupt her auf einmal? Naja. Ich weiß nicht, ob das an Loch Ness überhaupt erinnern soll, aber ein Monster in einem Bergsee? Na? Na gut, nee. Es sieht ja nicht mal ansatzweise aus wie Nessie. Tja, und jetzt? Seemonster gleich tot und dann, was bringt mir das jetzt? So, erstmal mich selber heilen und dann
Ja. Ist es gleich tot. Toll. Wow. Außer Karma bringt mir das, glaube ich, nicht viel, weil Erfahrungspunkte brauche ich eh nicht mehr. Ich bin schon Level 80. Auch wenn ich nicht weiß, ob das was bringt, wenn ich das jetzt weiter level. So. Okay. Ja, ein bisschen Geld kriege ich. Wow. Und die Karma-Punkte, dafür hat es sich auch voll gelohnt. Für nicht mal 300 Stück. 297 ist ja gar nichts. Naja. So, hier hinten war ein Aussichtspunkt. Oh, das ist auch so schön hier einfach. Oh, mir gefällt das. Hier möchte ich leben. Jetzt habe ich auch schon wieder Lust, Minecraft zu spielen und da was Schönes zu bauen. Ach Mann. Ist ja fies. Naja, gut. Ne? Ja, irgendwie schon, ne? Minecraft so ein bisschen. So ein bisschen im Schnee. Ich weiß gar nicht, ob die Folge schon. Ich glaube, die Folge schon raus, wo ich angefangen habe, im Schneebiom was zu bauen. Beziehungsweise in den Ice Plains, heißt es ja, so der Schnee- oder Eisebene. Wie auch immer man das übersetzen möchte. So, da war es ja eigentlich auch sehr schön. Hat mir gefallen, ne? Das hat mir gefallen da. Da würde ich eigentlich gern wieder zurückgehen. Muss ich mal nächstes Mal machen, wenn ich da irgendwo. Naja, gut. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Jetzt erstmal hier. Ach, hier bin ich jetzt. Mhm. Hey! 200.000 EP ohne zu sterben, was? Wie habe ich das denn hingekriegt? 200.000 EP ohne zu sterben? Auch interessant. Hätte ich nicht erwartet. Bin ich heute noch nicht gestorben? Doch, oder? Ich bin heute noch nicht gestorben, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was ist denn heute los mit mir? Spiele ich etwa auch noch gut? Das kann ja nicht sein. Also das ist doch. Das muss ein Fehler sein, das Spiel ist verbuggt. Ich spiele doch niemals gut. Ja, das ist doch. Also, das ist doch total absurd. Naja. So, hier. Angucken, ansehen. So. Ich spiele auch erst seit einer Stunde. So wenig. Es kommt mir so lang vor, ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. So, ich muss eh bald los. Ich muss heute nochmal zur Uni. Am Samstag. Ist auch sehr toll. Tja. Das passiert, wenn man in eine Gruppe kommt mit Leuten, die nebenbei noch was anderes studieren. Die haben so viel zu tun, da kannst du dich nur mit denen am Samstag treffen. Sowas ist auch irgendwie blöd. Das mag ich nicht. Naja. So. Vor allem soll ich für 1, 2... Warte mal, 1, 2, 3, 4. Warte mal, ich überhaupt eins, wo ich nicht. Ich glaube, ich soll für alle Fächer Hausaufgaben machen und die werden teilweise auch noch benotet. Das ist auch mal neu. Sonst hatte ich das immer nur in 2 oder 3 Fächern maximal. Und jetzt in 5 von 5. Auch interessant. Ich weiß nicht, ob sowas gut ist, wenn man Hausaufgaben machen muss, die benotet werden oder die man halt braucht für Klausurzulassungen oder sowas. Aber man soll die ja eigentlich eh immer machen, weil das ist schon hilfreich, um dann die Klausur gut zu bestehen. Na, mal sehen. Und ich schaff's trotzdem hier noch zu spielen. Ich weiß gar nicht wie, aber naja. Gut. So, jetzt erstmal da unten zur Wegmarke würde ich gerne. Ich habe gar nicht mit dem Speer gesprochen, ne? Nee, irgendwie nicht. Ich wollte hier drüben ja mit dem Speer sprechen, aber habe ich vergessen. Na gut. Weil ich so einen Typ hier am Arsch hatte, da, was war denn das? So ein Kammraptor, glaube ich. Und den wollte ich loswerden und dann habe ich vergessen, mit dem Speer zu sprechen. Toll. Na egal. Vielfältige Pfahlwurzeln. Ach schön, Mensch. Ja, das ist ein Traum. Nehme ich einfach mal mit. Kann ja nicht schaden. Oh, 2 Steckrüben. 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 So. Ich habe 2 Steckrüben. Steckrüben. Steck. So. Keine Ahnung, was ich da wieder singe. Was ist das? Ach, ein Durchgang. Ich dachte, hier wäre eine Höhle oder sowas. Jetzt verfolgt mich Minotaurus. Bei Minotauren muss ich immer an Spellforce The Order of Dawn denken, was ich immer noch im Regal zu stehen habe. Und irgendwie. Ich habe das gespielt damals und dann bin ich nicht weitergekommen. Dann habe ich es gelassen. Naja. So, ich soll Schaufler beseitigen. Wow, das ist ja richtig toll. Total spannend. Ich habe noch nie Schaufler getötet. Ja, es ist ein Traum einfach. Naja, ich bin ja eigentlich Level 80, aber ich möchte es trotzdem noch fertig kriegen hier.
Also wenn man die Karte wirklich komplett erforschen will, ne, auch mit diesen Aufgaben, dann kann das schon ein bisschen nervig sein, wenn man 20 Milliarden Schaufler töten soll. Dauernd trifft man auf diese verdammten Schaufler oder auf Untote. Haben die denn keine Abwechslung? So ein bisschen, das wäre ja mal toll. Wenn es mal andere Kreaturen gäbe. Entweder sind Schaufler oder Untote. Irgendwie sind das so zwei Hauptgruppen. Das ist schlimmer als die Murlocs in WoW.